Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste. Als Landrat des Landkreises Esslingen bin ich unglaublich stolz auf unsere Partnerschaft mit Givatheim. Eine Partnerschaft, die lebt, die seit 38 Jahren von uns gelebt wird und in der wir uns wohlfühlen und in der Begegnung im Mittelpunkt steht. Wir wollen Ihnen heute dazu einiges zeigen, was diese Partnerschaft ausmacht. Die Austauschmaßnahmen sind so bunt wie das Leben. Unsere Kreisberufsschulen, die von Anfang an Träger dieser Partnerschaft waren, aber auch die Tischtennisjugend, die sich für den Sportkreis engagiert. Jugendaustausch steht im Mittelpunkt. Jugendaustausch heißt auch, dass sich viele junge Menschen hier in Baden-Württemberg, in Esslingen, in Deutschland begegnen. Und das heißt auch, dass viele junge Menschen in Israel, in Gastfamilien, ganz herausragend aufgenommen worden sind und dort gelernt haben. Und ich glaube, das Lernen voneinander, das Lernen, wie man in den Familien lebt, das ist etwas ganz Wichtiges in der Lebenserfahrung junger Menschen. Und natürlich wird diese Partnerschaft auch aktiv aus der Politik herausgetragen. Die Damen und Herren des Kreistags reisen mindestens einmal in einer Amtszeit nach Israel, um in Givatheim die Kontakte zu vertiefen, voneinander zu lernen und die besondere Beziehung unseres Landes mit dem Staat Israel zu vertiefen. Sie wird immer etwas Besonderes sein und bedarf immer der politischen Unterstützung, auch auf kreiskommunaler oder kommunaler Ebene. Besonders stolz macht mich, dass es uns 2017 gelungen ist, einen Austausch auf wissenschaftlicher Ebene, nämlich im Bereich der Medizin, herzustellen mit dem Sheba Medical Hospital of Tel Aviv, eines der großen Häuser, eines der großen Kliniken in Israel und im ganzen Mittleren Osten. Und dass wir mit den Medius-Kliniken, den Kreiskliniken des Landkreises Esslingen dabei sein können, wenn es gilt, Exzellenz im Bereich der Diabetologie, der Rheumatologie und auch der Geriatrie auszutauschen, dann ist das etwas, was eine ganz neue Basis und eine ganz neue Chance für uns eröffnet. Die Medius-Kliniken sind ein Unternehmen des Landkreises Esslingen, das heißt, die Trägerschaft der Medius-Kliniken hat der Landkreis inne. Wir betreiben an drei Standorten Akutkrankenhäuser mit insgesamt 1070 Betten und über 20 Fachabteilungen. Wir haben einen hohen wissenschaftlichen Anspruch im Sinne unserer Patienten, das ist uns wichtig. Und deswegen sprechen wir jetzt auch kurz über ein Projekt mit dem Sheba Medical Hospital. Wir hatten die Gelegenheit, 2017 unter Leitung von Landrat Eininger eine Visitation des Sheba Medical Centers im Distrikt Tel Aviv umzusetzen. Wir haben uns dort letztendlich einen ganzen Tag die größte Klinik in Israel angeschaut. Das Sheba Medical hat eine führende Funktion weltweit im Bereich der medizinischen Wissenschaften und auch im Bereich der Biotechnologie. Vor 2 Jahren wurde das Sheba Medical von der Zeitschrift Newsweek zu den 10 führenden Hospitals in der gesamten Welt gezählt. Die Visitation ist auch für unsere Patienten ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft. Wir haben vor Ort mit vielen Medizinern gesprochen. Wir haben uns unter anderem auch das telemedizinische Zentrum angeschaut, das Simulationszentrum für die Ausbildung oder die Notfallweiterbildung. Und wir haben viele Kooperationsthemen diskutiert. Der Austausch war sehr konstruktiv und zielgerichtet, sodass wir mit den ersten Projekten kurz nach der Visitation bereits in gemeinsamer Abstimmung begonnen haben. Als erste Indikationen bzw. Fachabteilungen haben wir die Rheumatologie, die Diabetologie und die Geriatrie gemeinsam identifiziert. In diesen drei Bereichen haben wir bei den Medius-Kliniken auch ein
weit überregionales Renommee und Expertise durch unsere Mediziner. So wurden gleich direkt beteiligt Herr Professor Helmich, Herr Dr. Zeifang und Frau Dr. Götz, die die entsprechenden Fachabteilungen vertreten. Als erstes Ergebnis aus den ganzen Vorgesprächen konnte bereits im Juni 2018 ein gemeinsames Symposium in Tel Aviv durchgeführt werden. Mehrere Kolleginnen und Kollegen der Medius-Kliniken unter Leitung von Herrn Dr. Zeifang waren Teilnehmer und Organisator des Symposiums. Mehrere Vorträge wurden gemeinsam gehalten, sodass im Anschluss an das Symposium in einem mehrtägigen Besuch weitere Projekte eruiert und abgestimmt werden konnten. Daraus entwickelte sich ein Ansatz für eine gemeinsame länderübergreifende Studie zur Behandlung von Diabetikern und einem technischen Ansatz im Bereich der Sensorik und Blutzuckermessung. Unsere Klinik für Rheumatologie betreibt ein europaweit anerkanntes und hochspezialisiertes Labor für Antikörper im Bereich der Immunologie. Hier wurde gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus Israel ebenfalls ein Symposium geplant und eine Studienkonzeption erarbeitet. Leider kam uns im Jahr dann 2020 die Corona-Krise in die Quere. Wir freuen uns aber sehr darauf, wenn wir die gemeinsame, wertvolle und sehr konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten Monaten, Jahren fortsetzen können. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen war unheimlich wertschätzend, war sehr konstruktiv, immer offen und jeder fiebert letztendlich darauf hin, dass wir unsere Arbeit gemeinsam wieder aufnehmen können. Die Partnerschaft existiert seit 38 Jahren, aber schon länger gehen die Begegnungen, die wir mit Israel pflegen. Gemeinsam leben wir die Gegenwart, gemeinsam gedenken wir und gemeinsam blicken wir in die Zukunft. Ich selbst konnte schon mehrfach die faszinierenden Facetten Israels und unserer Partnerstadt erleben. Und zugleich war es mir stets eine große Freude, wenn Delegationen hierher gekommen sind. Und es war mir insbesondere eine Freude zu sehen, wie die Entwicklung der Beziehung vorangeht, wie wir miteinander umgehen, wie es immer normaler wird, wie wir diesen Austausch pflegen. Doch der Landkreis ist auch in Givatayim vor Ort, das House of Esslingen, im Theaterkomplex dieser aufstrebenden Stadt integriert, ein besonderes Stück Esslingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg in Israel. Hello. Friends in Esslingen, Mr. Heininger, Peter, Sarah, we miss you a lot. I hope you're okay. We are all together struggling with the corona and we hope that she will disappear as soon as possible. We want to wish you a happy new year together with me, all the members of the International Relationships Committee. Shalom, you know. Das Jahr 2018 war für uns ein besonderes Jahr. Wir konnten gleich mehrere Jubiläen feiern. 35 Jahre Partnerschaft Givatayim, Landkreis Esslingen. 25 Jahre Schulpartnerschaft Philipp-Matthäus-Hahn-Schule und Orttechnikum. 15 Jahre Trialog unserer Schulen aus Rama, Nürtingen und Givatayim, 10 Jahre Jakob-Friedrich-Schölkow-Schule in Kirchheim unter Teck mit der Thelma Jelen High School, einer herausragenden Schule für kulturelle Erziehung in Israel. Und dabei entstand ein bemerkenswertes Graffiti-Projekt mit den Austauschschülern.
Gemeinsam konnten wir Menschen unterschiedlicher Generationen bewegen, weil wir wissen, dass es die Begegnungen der Menschen sind, die das Leben lebenswert machen. Schülerinnen und Schüler, unsere Azubis, die in einem Austauschprogramm mit ihren israelischen Kollegen unterwegs sind, die Young Diplomats, wie wir sagen, aber auch die Kreisrätinnen und Kreisräte, die sich immer wieder bereit gefunden haben, nach Israel zu fahren und hier Gäste und Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Das ist das, was wir mit dieser Partnerschaft wollen. Und das ist wichtig für die Beziehungen unserer Länder, die auf die menschliche Ebene heruntergebrochen werden müssen. Die Begegnung von Menschen ist in meinen Augen das Wichtigste einer Völkerverständigung. Als Landrat ist es mir ein Herzensanliegen, dass diese seit Jahrzehnten aufgebaute lebendige Freundschaft auch in die Zukunft trägt. Dass das, was wir gesät haben, bestens gedeiht und wächst und ständig erneuert wird. Und dass die kommenden Generationen dieses friedvolle Miteinander immer weiterleben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Toda Rabah.